Situation zu spät sind. Ja gut, okay, kein Problem. Gut, aber dann machen wir das einfach nachher so, dass wir, ich nehme mir nachher mal einfach jemanden aus der Einführungsrunde und dann werde ich ein bisschen was erzählen. Ja, genau, das war ich so im Vorschlag. Ja, dann bin ich mal wieder im Rennen. Bis später. Gut, dann viel Glück dir, Robin, und ja, mach den Edgar nass, ne? Alles klar. Gut, so. Ich hoffe, ich übersteuere nicht zu sehr. Also wenn das der Fall ist, dann bitte ich kurz um eine Info. Ich versuche schon, meine Emotionen so weit im Zaum zu halten, dass ich nicht zu laut rede. Aber das ist natürlich nicht mal so Puller. Ja gut, dann haben wir ein Qualifying, was ich jetzt aber auch nicht so hundertprozentig kommentieren kann, weil ich habe die Daten natürlich nicht, da die Herrschaften jetzt hier bereits im Warm-up-Runden gefahren sind. Aber wir werden es ja gleich an der Startaufstellung sehen. Und ja, dann hoffen wir mal, dass das hier alles vernünftig seinen Weg geht. Also ich habe hier nach wie vor Probleme mit der Online-Verbindung. Aber gut, vielleicht doch, jetzt passiert hier was. Ganz, ganz großartig. Und ich hoffe, dass wir hier auch wirklich, wirklich online sind. Und ja, Hauptsache die Werbung. Einigermaßen erstaunt. Weil noch habe ich hier keinen Livestream von uns. Also ich schaue jetzt mal hier einfach rein. Das muss jetzt mal sein. Wir haben sowieso noch ein paar Minuten. So, Mo und Bill decken auf. Wunderbar. Wir decken uns zu, aber wir haben 26 Zuschauer. Jedenfalls laut Anzeige. Von daher muss es ja wohl so sein. So. Wenn ich das hier richtig sehe, dann sehe ich richtig, dass wir jetzt hier doch ein Rennen gleich sehen werden. Ja, das tun wir tatsächlich und ich bin sehr, sehr begeistert. Wäre natürlich noch toll, wenn mein Kanal hier ein bisschen bessere Qualität hätte. Aber gut, dann klingt das halt jetzt erstmal nicht so toll. Und ja, wir schalten mal rüber und gucken mal so ein bisschen, wenn jetzt hier einer von diesen Herrschaften hier in die Box fährt, aus der Box fährt. Gucken wir mal, oh, die sind ja schon alle unterwegs. Ey, was ist das, ein braver Laden? Unglaublich. So. So, hier mit getönten Scheiben. Das ist auch in Ordnung, das darf der haben. Ja, Brasilien ist der Grand Prix Course, der hier gefahren wird in Sao Paulo und ich sag mal, sehr viel muss man dazu ja eigentlich gar nicht erzählen, weil sachlich kennt den jeder, der so ein bisschen mit Motorsport überhaupt schon mal was zu tun hatte, weil die Formel 1 fährt jedes Jahr da, ihr Abschlussrennen und ja, das ist schon eine tolle Sache. Brasilien zeichnet sich halt aus durch diese unglaublich lange Start-Zielgerade, das müsste eine der längsten sein in der, im Grand Prix Zirkus und hat natürlich ein unglaublich enges Infield, das Infield. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel Abtrieb. Gerade auch hier, jetzt sind hier auch nochmal schnellere Kurven, so dritte, vierte Gangkurven. Man braucht viel Abtrieb, aber man braucht aber auch viel Topspeed. Das heißt, hier muss man sich wirklich entscheiden, was macht man. Problem ist natürlich, hier unten rauskommen aus der Kurve hinter einem, bedeutet, man muss wirklich richtig dran sein, um hier wirklich gut auch auf der Geraden überholen zu können, vor dann der ersten Kurve nach Start und Ziel daneben bremsen zu können. Das gelingt nicht immer und im Infield zu überholen ist sachlich unmöglich. Also die einzige wirkliche Stelle, wo das hier gut geht, ist die erste Kurve nach Start und Ziel. So, man ist jetzt hier in der Startaufstellung und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze sich hier oder ob das Ganze sich hier irgendwie auch, hoppsala. So, da haben wir die Kamera. Ampeln sind an und das sieht mir schon so ein bisschen nach Rennstart aus. Das ist keine Formation Lab mehr. Und hier haben wir eine wirklich eine sensationell gute Kamera. Und da kommen die hier alle angefegt. Und das sieht ganz hervorragend aus. Da ist nicht einer, der neben der Spur wäre, der irgendwie keine Unfälle, keine Berührungen, jedenfalls keine, die irgendwie das Problem machen würden, dass hier irgendeiner zu Schaden käme. Dem ist nicht so. Also, großartige Geschichte. So, wer führt?
Auf der 1 haben wir den Danny alias Knacki. Auf der 2 haben wir den Jens Purkott. Auf der 3 haben wir den Jan. Auf der 4 den Rusty. Edgar Ostermann auf der 5. Und Edgar Ostermann ist ja immer gut für... Oh, hier hinten geht es richtig hart zur Sache. Da haben wir nämlich den Dennis Erner und den Micha Gehrig. Und da können wir uns noch erinnern. Das letzte Rennen konnte ich leider nicht moderieren hier. Die beiden, die waren immer gut für richtig Action. Und dahinter haben wir noch den Robin Frischkopf, den wir eben ganz kurz gehört haben, der so ein bisschen erzählt hat, ja, er hat hier arg viel Gewicht und so richtig kommt er hier noch nicht klar. So, Arne auf der 9, auf 10 Wolfgang Meisel, auf der 11 der Ralf, auf der, ja, da weiß ich nicht, wer das ist, kenne ich nicht. Force auf der 13, auf der 14 Jim Clark, sehr lustig. Patrick Haber auf der 15, auf der 16 Kai-Felix Lanik, auf der 17 ist Simrace TV. So, gucken wir mal. Also, Danny führt nach wie vor hier das Feld an und Jens Burkott dahinter. So, und auch noch richtig dicht dran dann hier der Jan. Da wollen wir mal gucken, was da so getrieben wird. So, und wenn ich das richtig sehe, ist Ostermann vorbei an Rösti. Aber das sieht mir noch nicht so aus, ob es gegessen wäre hier. Angriff. Ihn. Er wird nicht angegriffen, er wird nur mal so getan. Eine Sache. So, gucken wir mal hier im Cockpit. Ich weiß, dass das sehr laut ist, aber ich bin trotzdem zu verstehen. Ich habe es getestet. Ich hoffe, das klappt. Also wie gesagt, wenn hier noch irgendwas ist, wenn hier noch irgendwas ist, dann bitte schreibt mir das per Skype. Mein Skype-Name ist Tynos02, T-Y-N-O-S-02. Und ja, die meisten von euch haben mich, wer ich bin. Naja. So, hier ist jetzt jedenfalls alles erstmal fein und gut. Und ja, es gibt jede Menge Verwicklungen. Also da müssen wir mal wirklich schauen, was da passiert. Also Jim Clark jetzt zum Beispiel mit einem... Nach Fehler dann wohl ganz ans Ende des Feldes gerutscht. Aber hier ist nach wie vor richtig Betrieb. Ostermann kann sich so ein bisschen absetzen. Das sieht ja hier so fast aus, als wären die Körbs breiter als die Autos. Also wir sehen hier alle Fahrzeuge bis Platz 12 innerhalb von 10 Sekunden, bis Platz 11 sogar innerhalb von 7,5 Sekunden. Also das ist schon ziemlich großartig. So, und da vorne geht es munter zur Sache. Also da hat Mercedes hier wohl heute mal echt die Nase vorn. Vor VW und Ford. Cool. Coole Sache. Ich habe heute mal so ein bisschen geschaut auf der Homepage von Top Race. Und ja, wäre cool, wenn einer mal sich hier der Autos annehmen würde und mal die Autos aktualisieren würde. Weil Spaß macht es auf alle Fälle mit diesen Kisten. So. Also, Purkott hat hier scheinbar kein wirkliches Rezept. Also, kommt da nicht ran. Ich würde sagen, naja, verlieren ist Quatsch, aber so wirklich ran kommt er nicht. Wir versuchen mal rauszukriegen, ob wir hier irgendwo Topspeed sehen, aber ich sehe hier eigentlich nur Drehzahl. Nee, hier gibt es kein Tacho. Wozu auch. So, gehen wir mal auf die 4, weil da ist nämlich Ostermann jetzt dran an dem Jan. Und wer die Rennen so verfolgt hat, weiß ja, Ostermann ist nicht unbedingt zimperlich, wenn es hier ums Überholen geht. Da wird auch schon mal reingehalten. Aber, gut, das klang jetzt ein bisschen böse. Also, es ist nie unfair, um Gottes Willen. Also, er ist einfach nur etwas aggressiver. Aber anders kommt man hier mit den Zusatzgewichten, die die Jungs haben, einfach nicht vorwärts.
Das Fahrerische ist das eine, aber man muss natürlich dann auch noch irgendwie an dem Gegner vorbeikommen, der leichter ist. So, jetzt hat er ihn aber. Nee, hat ihn doch nicht. Da gab es auch eine leichte Berührung. So, schauen wir uns das mal hier aus dem Cockpit raus an. So, und das ist das, was ich meinte hier. Man kann hier zwar sich Windschatten holen, aber wenn man hier 2/3 Zehntel hinten dran hängt, ist es unglaublich schwer, hier noch vorbeizukommen. Das ist jetzt ein guter Abstand, das könnte klappen. Jetzt hat er den Windschatten, jetzt muss er nach außen und geht auch vorbei. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ja, er ist durch. Und das wäre jetzt wirklich Harakiri gewesen, wenn der Jan jetzt da dagegen gehalten hätte, wenn der die Tür geschmissen hätte. Da wäre, das wäre, dieses Recht hätte er so nicht gehabt, sag ich mal. Das war super, super fair. Sorry, mein Headset hat sich gerade abgeschaltet. Hier hat es jetzt nochmal probiert, aber nutzt nichts. Also Ostermann ist durch und so wie er ihn bedrängt hat, wird er wohl hier auch in Kürze ihm davonfahren. Da bin ich ziemlich sicher. Das heißt, wir werden hier bald vermutlich auch noch ein Fight in Ostermann gegen Turcott. So, gucken wir mal weiter. So, und da hinten ist natürlich hier Rösti in seinem Bratpfannendesign mit Dennis Erner im Diebels Mercedes. Gottes Willen. Naja, immerhin Altbier. Naja, wie auch immer. Ja. So, und der macht hier auch richtig, richtig Druck. Aber jetzt Fehler und da ist natürlich dann auch Gerig gleich dran und der geht auch vorbei. Geht auch vorbei, weil der Schwung, der ihm hier gefehlt hat, der ist, ja, den kann er vergessen. Also Micha Gerig hier im Vectra hat sich da, hat den Fehler ausnutzen können. Und auch, wenn ich es richtig sehe, Robin Frischkopf ist jetzt hier direkt dran und versucht jetzt hier irgendwie vorbeizukommen. Aber da ist auch noch der Arne, der hier mitfightet. Das heißt, die sind jetzt hier so mehr oder weniger zu dritt nebeneinander. Uiuiuiui, das ist eine heiße Kiste. Das ist eine heiße Kiste. Und da geht er vorbei. Arne vorbei, Arne Frischkopf. Sauberes Manöver. Und Frischkopf sagt sich, so wie es gerade aussieht, Mensch, ihr könnt mich mal alle. Wahrscheinlich lässt er jetzt den Wolfgang Meisel auch noch durch. Ja. Ich gebe euch mal ein bisschen was ab von meinen Erfolgsgewichten hier, von meinem Erfolgsblei. So, jetzt ist aber so, dass vorne der Danny vor dem Jens irgendwie, ja, das stagniert. Das heißt, der Abstand von etwas über einer Sekunde, der ist jetzt schon eine ganze Weile so. Und Turcott war in der letzten Runde auch 6 Zehntel schneller. Und auch 3 Zehntel schneller als Ostermann. So, hier ist jetzt erstmal das Ganze so mehr oder weniger gegessen. Gehen wir mal ganz nach vorne und gucken mal, was Turcott da so macht. Und da sehen wir, der Abstand ist schon ziemlich deutlich. Also der ist schon ziemlich deutlich. Und Ostermann hier auf 3 vor Jan. Das hat sich erstmal so weit auseinander. Auch der Rösti ist momentan einigermaßen safe. Aber Micha Gerig konnte hier wirklich aus dieser Situation wirklich Boden gut machen. Arne auf der 7. Ja, das ist noch ein nettes Package hier. Arne, Dennis und Robin.
So, wollen wir mal schauen. Der Gehrig, also der macht ja momentan am meisten Spaß. Oh, 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 hier haben wir aber... Genau. Hier gibt's... Oi, 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 oi. Die Mercedes-Brüder hier. Und jetzt... Sagt mir nicht, dass jetzt hier... Also... Dennis Erner wieder vorbei an Arne. Aber dahinter Robin Frischkopf versucht natürlich jetzt hier irgendwie da Leute. Frischkopf hier jetzt neben Arne. Oi, und da gab's einen Ausrutscher von Dennis Erner. Der hat sich hier und der wird wohl auch gleich noch einen Platz verlieren gegen Wolfgang Meisel. Genauso sieht's aus, oder? Jo. Angriff jetzt hier. Aber Meisel ist da knallhart, macht die Tür zu. Und Erna hat damit auch gerechnet. Guck mal wieder zu Frischkopf. Der muss sich erstmal wieder sortieren, um hier eine Strategie auszuarbeiten gegen Arne. So, hier geht es natürlich zur Sache. Michael Gehrig wieder seine Position verloren gegen Rösti. Aber das ist mit Sicherheit noch nicht gegessen. Au, Rösti hier mit dem Wackler. Ja, jetzt muss er ihn den Platz lassen. Das nutzt alles nichts. Nebeneinander die beiden. Nee, das geht nicht. Da kann er nicht mehr hin. Na, das ist doch unnötig. Also hier muss man sich nicht treffen. Die Strecke ist breit genug für zwei Autos. Aber das wird jetzt eine ganz spannende Kiste hier. Jo, und da ist er wieder durch, der Herr Erik. Jo, so sieht's aus. Sanft und vorsichtig hat er sich da vorbeigequetscht. Jojojojojojojo. Die Schweizer sind aber heute ganz schön aggressiv. Das widerspricht ihrem Naturell. Und man weiß nie, was daraus mal entsteht. Aggressive Schweizer, also ich bin mir da nicht sicher, ob das gut ist. So, da hinten gab es wieder einen Ausflug von Arne. Das heißt, Robin Frischkopf ist da jetzt vorbei. So, und eigentlich sollte er von der Performance her in der Lage sein, jetzt Arne hinter sich zu halten. Aber man darf natürlich nicht vergessen, der ist auch mit dem Maximalgewicht hier unterwegs. Dominik Smoll war vorhin der D-Smoll. Also, da muss ich noch ein bisschen dazulernen. So, und Jim Clark wieder ganz zurück, wieder zwei Plätze verloren. Also, die Jungs sind, glaube ich, neu. Die müssen sich erstmal hier ein bisschen zurechtfinden. So. Naja, aber wegfahren ist was anderes. Er hat wohl kleinere Vorteile hier in den Bereichen. Und wir gucken jetzt mal nach vorne. Nee, also da in den Zeiten ist das tatsächlich so, der Danny da vorne auf der Position 1 kann immer mehr Zeit gut machen. Das sind jetzt fast 2 Sekunden. Ach, Gottes Willen. 4,5 Sekunden werden jetzt hier angezeigt. Und auch Edgar Ostermann hat momentan kein Rezept gegen Jens Furkott. Also da ist alles soweit gegessen. Aber auf 6 und 5 geht es auch noch ziemlich heftig zu. Aber nicht so heftig wie auf 7 und 8. Deswegen bleiben wir hier. Robin Frischkopf seinen Platz jetzt wieder verloren. Und auch Wolfgang Meisel dahinter hat einen Platz verloren gegen Dennis Erner. Also das haben wir jetzt nicht gesehen. Da muss aber mehr passiert sein, weil der Abstand ist schon arg groß.
Also bleiben wir mal bei Rommel Frischkopf und bei Arne. Da vorne Micha Gehrig und Rösti fighten wieder. Gehrig momentan vorne. Oh, und da schiebt er ihn an. Das haben wir vorhin schon mal gesehen. Also, muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so den Brüller. Das gucken wir uns nochmal an. Und zwar wirklich aus einer Perspektive, wo man es sehen sollte. Also hier dieses Hin- und Hergefahre, das ist schon mal irgendwie... Ja, und hier gibt er ihm eine mit. Also das war einfach höchst unsinnig, das macht man nicht. Also, wenn man so dicht dran ist vor einem Bremspunkt, dann geht man vom Gas. Muss ich ganz klar sagen. Also, das ist eine ganz, ganz unschöne Geschichte. Gut. So, und Micha Gehrig muss jetzt hier alles tun, um ja wieder nach vorne zu kommen. Ich hätte jetzt zumindest erwartet, dass Rösti sich da jetzt überholen lässt und den Micha Gehrig wieder vorbeilässt. Ob er das jetzt hier gerade tut oder ob das gezwungenermaßen passiert. Naja, gezwungenermaßen ist das nicht. So gern es weiter zugehen. Aber letztendlich, so ist Rennen. Das passiert. Das passiert im Eifer, im Übereifer. Man kann nicht von jedem erwarten, dass er immer voll hoch konzentriert, alles im Voraus geplant hier seine Runden zieht. Das geht nun mal nicht im Motorsport und solche Sachen passieren. Deswegen sind ja auch die Prämien für die Lebensversicherung so hoch. Ja, so. Ui, ja, da hat Robin Frischkopf mal gesagt, also, ja, hier gehörst du nicht hin. Wobei, das sind nun mal beide Schweizer, die sollten sich eigentlich, ja, wenn man die so auf Facebook, deren Chats verfolgt, da braucht man schon ein Wörterbuch, das ist so. So, vorne alles noch beim Alten, wobei sich jetzt, zumindest bei Jens Kurkott, wieder etwas bessere Zeiten gefahren werden. Er ist gerade seine beste Rennrunde gefahren, seine persönlich beste. Aber die schnellste Rennrunde liegt immer noch bei Danny, der auf Platz 1 fährt. So, das ist ein heißes Vierer-Package hier. Frischkopf jetzt vielleicht mit etwas leichter. Oh, Rösti hier mit massiven Problemen. Gut, dann kommt er zumindest. Ja, diesen Aberglauben habe ich schon seitdem ich als Kind einmal bei Mensch ärgerlich nicht beschissen habe und dann ganz fürchterlich verloren habe. Also, solche Sachen rächen sich. Ne? Also, wenn man hier irgendwie so eine Aktion bringt, dann irgendwas passiert dann meistens. Und das ist eben dem Rösti auch passiert. Also, liebe Rennkommission, er hat sich gerade selbst bestraft. Gut. So.
Okay, also, er muss ja immer noch... Oh, was war denn das, bitteschön? Nee, die sind jetzt nicht schon fertig, oder? Ja, tatsächlich. Also, sorry, ich war hier abgelenkt, das ist natürlich ganz bitter immer. Also, Platz 1 für den guten Danny, Platz 2 für Jens Kuckert, Platz 3 für Edgar Ostermann, Platz 4 für Jan, Platz 5 für Arne, Robin Frischkopf rettet sich noch auf den 6. Platz, Platz 7 für Michael Gehrig, Platz 8 für Rösti, Platz 9 für Dennis Erner, 10 Wolfgang Meisel, 11 Force, 12 Ralf, 13 Patrick Aber, Jim Clark auf der 14, Kai Felix, Lanik auf der 15 und Dominik Small auf der 16. So, das war das erste Rennen und bevor wir hier irgendwie irgendwas anderes machen, gehen wir mal in unser Promo-Video, was wir normalerweise am Anfang spielen wollten, weil es ist wirklich, wirklich wichtig. Heute gab es wieder neue Screenshots auf Online-Motorsport zu sehen und auch auf Facebook. Assetto Corsa bringt fast jede Woche News über neue Autos, neue Strecken, neue Features, sonst dergleichen Dinge. Also es ist eine ganz, ganz großartige Geschichte, die hier gemacht wird. Auch das Marketing stimmt endlich mal und das wollen wir doch unterstützen. Deswegen hier der Trailer zu Assetto Corsa von Unos Simulazioni. Meine Damen und Herren, wir gehen wieder live. Willkommen zurück. Hier wird auch gerade die Startaufstellung geladen. Das ist ganz großartig. Und das bedeutet, es geht in wenigen Sekunden weiter. Wir machen mal hier unser Vollbild, damit das hier nicht so albern aussieht mit diesem komischen Chatfenster. Und ja, gucken wir mal. So, umgekehrte Startaufstellung gibt es jetzt. Das heißt, wir haben jetzt noch ein kleines Warm-up und die Top 10 starten in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, das wird jetzt nochmal richtig spannend. Dafür geht das Rennen aber auch 40 Minuten und es muss ein Boxenstopp gemacht werden. Ja, und das wird ziemlich, ziemlich spannend. Ja gut, die Reihenfolge stimmt jetzt nicht. So, wir werden mal schauen, was hier noch geht oder was nicht geht. Ja, tolle Sache. So, und dann bleiben wir mal in der Boxengasse stehen, genau. Da üben wir schon mal ein bisschen die Boxenausfahrt. Hier sehen auch eine heiße Kiste. Also dieses Geschlängel hier raus,
Das muss man natürlich in seine Strategie irgendwie mit einbauen, dass man hier nicht einfach wie, ja gut, dauert so lange, wie es dauert, ne? Und da aber die Ampel schon am Ende der eigentlichen Boxengasse steht und man dieses Geschlängel da unten, macht man hier schon, ja, mit einem guten Setup schon mal ein paar Zehntel gut, wenn man gut ist, ne? Also das sollte wohl möglich sein, aber letztendlich wird das jetzt so nicht wirklich ausschlaggebend sein. Also es gibt sicherlich schlimmere Dinge. Zwei Minuten, zweieinhalb Minuten noch. So, wenn ich jetzt Simon Smith wäre, ne? Ihr kennt ja den etwas durchgeknallten Moderator hier bei Race Department. Ich guck mal, habe ich jetzt hier irgendwo eine Flasche? Nein, aber ich habe einen. Genau. So. Gong zur dritten Runde oder so. Nee, zweite Runde. Genau. Ja, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Spaß. Haben wir noch irgendwie eine Musi hier oder so? Na, ich weiß es nicht. Also. Ein bisschen ernsthaft sollte schon bleiben bei der ganzen Geschichte, also ein bisschen nach Rennsport sollte das schon alles aussehen, weil Sendung mit der Maus, das machen andere. Genau. Mach mir den Isaac. Also Isaac, ne, klar, also Internet-Zack, also logisch. Ne? Ja, sollte euch der Name mal irgendwann über den Weg laufen, seid ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. So. Aber vielleicht können wir mal ein bisschen technischen Support hier einbauen. Kann mir mal einer verraten, warum mein schnurloses Headset sich laufend abschaltet. So, das ist ja echt anstrengend, obwohl es voll aufgeladen ist. Also, seltsam, seltsam. Dinge passieren hier. So, jetzt möchte ich aber gerne hier nochmal 40 Minuten richtig geile Rennaction sehen. Und das werden die Jungs auch tun, da bin ich mir ganz sicher. Weil wir haben vor 4 Wochen, genau, da war wirklich hier richtig die Hölle los. Da wusste ich, waren auch nur 12, 13 oder 14 Autos oder so. Aber es war tatsächlich so, dass die richtig Ballett gemacht haben. Also das war so spannend. Und ja. Mal schauen, vielleicht klappt das diesmal auch wieder. Gucken wir mal einfach. So. Jetzt nicht so ganz, warum der Stream hier nicht angezeigt wird. Wir sind auf Stream 1 und es sollte eigentlich auch funktionieren. Ja, aber warum wird denn der Vorschau nicht angezeigt? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. So, nochmal 5 Minuten. Das ist alles schwer seltsam.
Okay, also es gibt wieder so wirklich Probleme. Also so richtig laufen tut das noch nicht bei O3D alles. Also das ist ja noch nicht so der Wahnsinn. Ich weiß es nicht, was die jetzt hier machen. Also, sorry. Wäre ganz nett, wenn man mir auch mal ein Durchgang gäbe. Ah, da stehen ein paar Leute in der Startaufstellung. Wieder alle weg. Sind wir wieder ganz am Anfang, oder? Ich muss jetzt hier leider mal ein bisschen rum. Ja, wir sind wieder im Training 1, also so ganz verstehe ich es nicht. Aber schauen wir mal, wird schon werden. Ja, was soll ich euch erzählen? Nutzen wir doch einfach mal die Gelegenheit und, oh, jetzt passiert hier gerade wieder irgendwas. Irgendjemand scheint die Verbindung verloren. Nee. Na gut, hoffen wir mal, dass das jetzt hier alles hinhaut. Sieht so aus. Also, Wolfgang Meisel steht vor Dennis Erner in der ersten Startreihe. Da sind sie ja schon alle. So. Dann gibt es jetzt die Formation Lab. Jetzt haben wir die Gelegenheit, hier die Startaufstellung einmal durchzugeben. Genau. Also, Wolfgang Meisel auf Platz 1, jetzt hier zum zweiten Rennen. Auf Platz 2 Dennis Erner. Auf der 3 Rösti. Auf der 4 steht dann Micha Gehrig. Auf der 5 Robin Frischkopf. Auf der 6 steht Arne. Auf der 7 der Jan. Platz 8 für Edgar Ostermann. Platz 9 für Jens Purkott. Und auf der 10 haben wir dann den Sieger des ersten Laufes, nämlich den Danny. So, und dann geht es in der normalen Reihenfolge weiter mit Force auf Platz 11, auf 12 der Ralf, 13 der Patrick, 14 Jim, Platz 15 für den Kai Felix, Platz 16 dann der Dominik. So, das war's. So, auf zur Runde 2.
hier im bei der Race Day Speed Association vorletzter Lauf der TVR oder Top Race V6 Meisterschaft. Ja. Oder Wintermeisterschaft ist es ja wohl. Und werden wir mal schauen, was die Herrschaften hier treiben. So, jetzt kommen die hier alle an. So, wir gehen wieder mit unserer Kamera hier ran. Genau, da sind die Ampeln. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier wieder so einen blitzsauberen Start sehen wie beim ersten Mal. Das sieht erstmal gut aus. Auf alle Fälle ist da vorne Meisel gut weggekommen und zwar richtig gut. Auf Platz 4 greift Micha Gehrig schon an. Und dem trägt es ganz weit raus. Der verliert hier Plätze. Der Micha Gehrig und schießt. Wen schießt er da ab? Ja. Auf alle Fälle sind wir auf den letzten beiden Plätzen und dann gehen wir mal dahin. Den Voraus hat er erwischt. Voraus hat er erwischt. Oh, und was ist mit dem Kai Felix? Der ist schon raus. DNF. Warum das denn? So, da vorne Wolfgang Meisel auf 1. Oh, da gibt es ganz massive Ausrutscher. Dennis Erner auf 3, auf der 4 Arne. Und da gibt es hier ein, das ist ja schon fast ein Gemetzel, Freunde. Ja, Wahnsinn. So sieht Rennen aus. Jan auf der 6, auf der 7. Jens Purkott auf der 8. Dann der Danny auf der 9. Der Ralf wird aber jetzt hier, kriegt erstmal einen Schubs von Ostermann, der jetzt wieder auf 9 ist. Da haben wir ihn, genau. Also der hatte da eben einen etwas weiteren Weg zu gehen. Der Ralf auf der 10, auf der 11, der Dominik aber auch abseits der Strecke und der Micha Gehrig hier mit massiven Problemen. Ich weiß nicht, ob das Auto beschädigt ist. Der Dominik auf der 12, auf der 13, der Patrick Gaben. Ach, das war der Patrick. Force raus, Micha Gehrig raus und Kai Felix Lanig raus. Also das ist natürlich, das habe ich so noch nicht erlebt hier. So, hier vorne ist erstmal, sind die Positionen erstmal bezogen, aber nicht auf Platz 2 und 3. Da fighten Dennis Erner und Arne. Ja, so wünscht man sich das. So muss das aussehen. Und Arne hier ganz dicht dran, ganz macht hier richtig Druck auf Dennis Erner. Jens Purkott einen Platz gewonnen. Dann bin ich hier vielleicht noch im. Nö. Aber Arne jetzt hier auch mit. Muss erst mal gucken. Ne, wir sind live, ist alles richtig. So, gehen wir mal zurück. Also Dennis Erner hier und Rösti auf 2 und auf der 1 Wolfgang Meisel. Das fährt sich aber jetzt hier auch langsam zu. So, gucken wir mal. Robin Frischkopf auf der 4. Auf der 5 Jens Purkott. Der macht hier einen Platz nach dem anderen gut. Auf der 6 der Danny bereits vorgefahren. Der Sieger vom ersten Lauf. Auf der 7 der Jan. Und auf der 8 Edgar Ostermann, der jetzt hier natürlich versucht, wieder möglichst viele Punkte. Er muss halt sehen, dass er vor Robin Frischkopf ins Ziel kommt. Das ist ihm im ersten Rennen gelungen, aber hier sieht es jetzt wieder düster aus. Aber hier haben wir ja nur auch ein bisschen mehr Zeit. So, und jetzt geht er hier außen rum, außen vorbei. Saugeiles Manöver. Also, fantastische Aktion hier. So, da versucht Jan nochmal zu kontern, aber da ist eigentlich der Abstand schon zu groß. So, hier ist, ja, hier steppt die Kuh und, weiß ich nicht, ganz der Bär oder wie auch immer. Jens Purkott im, oh, jo! So, das bedeutet, jo, und ab geht's. Oh, wie bitter. Ui, 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 ui.
Mein lieber Herr Gesatzverein, Platz 10 für Jens Purkott. Da ist er dem Ralf so richtig schön vor die Nase gefahren. Ich weiß nicht, ob der bremsen musste. Ich glaube eher nicht, aber oh, hier mit den Curbs, da haben sie es aber, die Herrschaften. Micha Gehrig auf der 12, also mit den Ausfällen, das war Quatsch. Also schlimmstenfalls waren die alle mal in der Box oder sowas. Also ausgefallen ist tatsächlich nur einer, und zwar der Kai Felix Lang. Lanik, Entschuldigung. So, und jetzt gibt's hier einen Angriff. So, und Danny fährt derweil mal die schnellste Rennung. Und da räumen die hier die Schilder ab. Ist es denn zu fassen? Leute, auch Lack ist teuer. Was denkt ihr euch denn? Unglaublich. So, Gehrig jetzt hier aber sich gut durchgesetzt. So, und dann haben wir hier den Force, der jetzt mit Ralf versucht, hier ein kleines Techtelmechtel anzufangen. Hier darf man ja wirklich keine Sekunde die Augen vom Bildschirm lassen. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, was hier abgeht. So, schauen wir mal ganz nach vorne. Wolfgang Meisel nach wie vor vorne. Ich meine, ich habe so ein leichtes Déjà-vu, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das damals war. Der dann irgendwie mit einem Fehler oder mit einem Unfall, irgendwas war da, sich diesen sehr guten zweiten Lauf irgendwie versaut hatte. Aber das ist hier alles noch nicht gegessen. Dennis Erner ist dran und Rösti hat hier richtig schön Stress mit Robin Frischkopf. Der natürlich... Oh, was ein Manöver, was macht der Frischkopf? Ja, was ist es, ein Wahnsinn? Stich da einfach rein, als gäbe es keinen Bremspunkt. Ja, ist es denn zu glauben? Robin Frischkopf auf drei, ich wollte es gerade noch sagen, der muss versuchen, möglichst viele Plätze vor Ostermann ins Ziel zu kommen. Das sind aber noch 33 Minuten hier. Und Ostermann war bis eben nur zwei Plätze hinter ihm. Jetzt ist er wieder drei Plätze hinter ihm. So, dann Rösti auf 4, auf der 5, dann der Sieger des ersten Laufs, der Danny, hart bedrängt von Edgar Ostermann. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass Danny hier eben gerade mal die schnellste Rennrunde gefahren ist, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass er hier in der Lage sein sollte, sich Ostermann vom Leib zu halten, so er denn nach vorne freie Fahrt hat, was er aber momentan nicht hat und deswegen immer wieder Zeit liegen lässt und Ostermann somit Gelegenheit zum Angriff bietet. Ja, das sind so Manöver, die meinte ich. Das ist unnötig, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, und Ostermann verliert dadurch wieder einen Platz. So, und Danny ist dran an Robin Frischkopf. Und macht sich hier auch gleich mal ganz, ganz deutlich im Rückspiegel sichtbar. Von Frischkopf. Er will natürlich nach vorne. Der will möglichst schnell nach vorne. Damit er seine ärgsten Kontrahenten möglichst weit weg von seinem Heck hat. So, jetzt gilt es, hier den richtigen Abstand zu haben. Hier raus und auf diesem Bergaufstück
dieser endlos langen Geraden. Aber das sieht schlecht aus. Das scheint nichts zu werden. Wir schauen uns das mal im Cockpit an. Obwohl, jetzt kriegt er Windschatten. Ja, da war er zu früh draußen. Das war zu früh, da hätte er noch einen Moment hinter ihm bleiben müssen. Oh, und jetzt überbremst das Auto. Er überbremst das Auto. Ah, wie bitter, wie bitter, wie bitter. So, und Ostermann auf 4 ist in dem ganzen Tuhuwabo an Rösti und an... Jan vorbeigegangen. So, und nun hat er seinen Meisterschaftskonkurrenten vor sich. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das Battle zwischen Österreich und der Schweiz ausgeht. So, jetzt haben wir tatsächlich noch zusätzliche Ausfälle, und zwar der Jim Clark ist raus und der Patrick Abe. Beide in den letzten beiden Runden. Patrick Grabe eben gerade erst. Wir mal versuchen, ob wir da ein Replay kriegen. Da passiert es. Ob das, wenn das zu lange dauert, dann können wir das natürlich nicht machen, weil... Ah ja, hier sehen wir es. Also da gab es eigentlich keinen Grund so wirklich. Hat hier gebremst, fährt geradeaus. Ja, und drückt dann Escape. Okay. Also kein Bock mehr. So, aber hier vorne wird's spannend. Oben Position 1. Dennis Erner. Ist vor Wolfgang Meisel. Das kann auch noch nicht so lange her gewesen sein. Wir versuchen mal hier zurückzugehen. Hier passiert's, genau. Hier wird der Angriff vorbereitet. Und da kommt er wirklich mit Überschuss und ist hier auch auf der besseren Linie, weil der Innere muss hier deutlich früher bremsen und ist natürlich dann in der nächsten Kurve auf der besseren Linie und kann die Tür zumachen. Also, Dennis Erner jetzt führend vor Wolfgang Meisel. Jetzt könnte man als vernünftiger Mensch sagen, ja mein Gott, mach doch diese Fights auf die letzten 7, 8 oder 10 Minuten. Aber das wäre ja nun wirklich, um jetzt den anderen keine Möglichkeit zu geben, da ranzufahren. Aber wenn man die Möglichkeit hat, die Führung zu übernehmen, dann fährt man doch nicht mehr taktisch oder mit Überlegung oder sonst was. Dann geht man vorbei und fertig. Also völlig okay die ganze Geschichte. Und ich denke mal, der Dennis Erner wird sich hier auch sehr, sehr drüber freuen. Er ist ja jetzt auch mittlerweile im Porsche Cup unterwegs auf GT3-Cup.net und ja, und hat sich da auch erstaunlich gut geschlagen in seinem ersten Rennen, also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dem zuzusehen. Also wir wissen, wenn er hier als Erster durchs Ziel fahren sollte, dann hat er sich das aber auch wirklich verdient. Also das ist nicht irgendein Zufall oder so. So. Viel spannender ist die Geschichte hier. Robin Frischkopf auf 3, Edgar Ostermann auf 4 und der Jan auf 5. Also das ist nochmal ein ganz heißes Paket. Vor allem jetzt hier Frischkopf gegen Ostermann, respektive Ostermann gegen Frischkopf. Weil hier geht es halt auch so ein bisschen um die Meisterschaft. Also momentan Frischkopf noch mit ausreichend Punkten, also 131 Punkte für Robin Frischkopf und Edgar Ostermann mit 117 Punkten und Danny mit 100 Punkten dahinter. Jetzt ist es allerdings so, wer ist denn jetzt, ja, da der Danny jetzt ein Rennen gewonnen hat, wird er sich erstmal deutlich, was heißt deutlich, noch einiges, oi, 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 jetzt geht's hier zur Sache, bevor ich jetzt hier... Weiter müssen wir uns das hier mal angucken.
Ja, da ist er vorbei, der Edgar. Das möchte ich mal meinen. Das ist genau die gleiche Situation, wie wir sie eben schon mal gesehen haben zwischen Meisel und Erna. Akkurat dasselbe. Frischkopf lässt sich natürlich nicht locker, hat allerdings jetzt auch das Problem, dass er jetzt den Jan noch im Heck hat. Also so wie es aussieht, kann sich Erna auch so in ganz kleinen Schritten absetzen von Meisel, vorne an der Spitze. Und so wie es auch eher aussieht, wird es wohl jetzt eher fast noch passieren, dass Ostermann hier in Richtung Meisel attackiert. Allerdings werden auch irgendwann die Boxenstopps fertig. Wir haben jetzt fast Halbzeit, wir haben noch 4 Minuten bis zur Hälfte. Und wir werden mal sehen, wann die Ersten hier in die Box kommen. Für manche wäre es jetzt vielleicht gar nicht so, wie zum Beispiel Robin Frischkopf, der hier mittendrin hängt, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt zu stoppen. Man weiß allerdings nicht, was er für den Ersten denn für eine Strategie hatte. So, jetzt holt er sich da Windschatten und jetzt passiert es auch und jetzt gehen sie beide vorbei an Wolfgang Meisel. Frischkopf und Ostermann, also Ostermann und Frischkopf gehen beide vorbei und wenn er noch Pech hat, dann greift auch jetzt noch der Jan da hinten an. Er muss aber noch dahinter bleiben. Also noch ist Meisel auf 4. So, schauen wir mal an. Frischkopf bleibt auf alle Fälle draußen. Klar, man weiß nicht, was er für eine Strategie hat. Also auf alle Fälle ist es wieder ein Rennen, wo richtig was geboten wird. Die kleineren Stupser jetzt hier, die sind noch relativ unproblematisch. So, zweimal fort hier. Im heißen Fight. So, Jens Purkott kommt so langsam wieder vor. Ist jetzt momentan auf Platz 7. Da ist er jetzt gerade an Rösti vorbei. Und Danny ist hier auf der 6. Ostermann hat hier definitiv die bessere Performance. Ob es jetzt, also rein am Fahrerischen möchte ich sagen, würden sich die beiden nichts nehmen. Also ich gehe schon mal davon aus, dass das höhere Zusatzgewicht bei Frischkopf hier schon eine Rolle spielt. Allerdings ist es auch so, dass Ostermann hier in den letzten Rennen richtig, richtig deutlich an Performance zugelegt hat. Also, ja. So, Frage ist jetzt, was macht jetzt Frischkopf, fährt er jetzt dann doch rein oder bleibt er noch draußen? Das sieht so aus, als ob er draußen bleibt. Oder?